So Leute, hey, Worst Case hier, Hirntraum am Apparat. Ich habe mir mal ein neues Spiel gegönnt zum Reingucken. Das ist ein Early Access Game. Heißt War Mode. Ist absolut in den Kinderschuhen, wie man hier sieht. Es ist einfach nur nichts. Ihr habt keinen Hintergrund, gar nichts. Ihr könnt hier wechseln zwischen Rot und Blau. Wow. Ich habe zwei Runden gespielt. Einfach mal so zum Reingucken. Aber dazu kommen wir gleich noch. Erstaunlicherweise gibt es bereits einen Shop. So, ihr habt keinen Hintergrund, könnt aber schon Geld ausgeben. Gutes an der Sache ist, so wie ich das momentan sehe, bekommt ihr nur für Geld Sachen, die der reinen Optik dienen, also heißt der Verschönerung des Charakters. Ich sehe jetzt hier noch nicht, dass ihr irgendwelche Vorteile dadurch in-game habt, sprich stärkere Waffen oder whatever. Wenn das so bleibt, dann ist es ein Free-to-Play im ursprünglichen Sinne. Nicht wie die meisten heute Pay-to-Win. Wäre ein großer Pluspunkt. Ich wage zu bezweifeln, dass das so bleibt, aber hey, wäre wünschenswert. Ihr habt die Option, könnt ihr alles ganz klar einstellen, was ihr wollt. Ändert sich im Spiel nichts, ihr werdet die Grafik gleich sehen. Ja, die Sensitivität wollen wir ein bisschen hoch machen. Ja, hier könnt ihr euch noch so ein bisschen anpassen, was ihr haben wollt, was ihr braucht oder nicht braucht. Ich kann leider meinen Nicknamen hier nicht ändern. Zumindest habe ich noch nicht rausbekommen, wie das geht. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde und dann können wir mal noch schauen. Oh, zack. Connect. Wir sind mal die War Corps. Choose Team. Ja, dann lass mich auch ein Team aussuchen. Dankeschön. Ja, wie ihr seht, Grafik gibt es. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde sie jetzt nicht so prall, aber naja, ist ja im Auge des Betrachters, ne? Was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist übel laggy. Aber es lässt sich spielen, ganz klar. Bisschen anstrengend, sich an die Lecks zu gewöhnen, aber irgendwie funktioniert das hier schon. Da campen wir doch mal ein bisschen, wa? Wenn wieder alle am gleichen Spot hängen. Aber keine gute Idee. Okay, hab's eingesehen. Ja, hier mag es noch gehen. Ich hatte am Anfang arge Probleme zu sehen, wer gehört zu uns und wer ist Gegner. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass beim Gegner kein Name über dem Kopf steht. Das hat mich doch am Anfang ein bisschen Zeit gekostet, das rauszubekommen. Aber wisst ihr, der schießt auch auf mich. Was ich dem Spiel ganz hoch anrechne, es ist schnell. Ich liebe schnelle Spiele. Ich mag es eher rumlaufen, Leute abmetzeln, als 10 Stunden auf der Map zu verbringen und hinter jedem Strauch zu gucken, ob da mal ein Gegner hockt. Da habe ich nicht so Bock drauf. Von daher ist das hier doch schon mal was. Manche sind echt furchtbar schnell hier. Ja, das war ein gezielter Pistolschuss im Kopf. Kann man glauben, muss man nicht. Irgendwie weiß ich auch noch nicht, wie man hier auf dem Messer wechselt. Ich weiß, dass mit F schneller Messerangriff ist, aber... Gehört der uns? Der gehört uns. Da ist ein Name zu lesen. Das ist noch ein bisschen verwirrend hier. Also da...
Hallo. Ich weiß doch nicht, wie man Messer zieht, Kollege. Lass mich doch mal in Ruhe mit deinem Rush-Angriff. God dang it. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier groß zu sagen soll. Hier gibt es ja gar nicht viel zu sehen. Hier ist ja... Selbst grafiktechnisch ist es echt ab... wollte gerade sagen, erbärmlich, aber... gibt ja Leute, die stehen auf das Oldschool. Lass mich bloß in Ruhe, Leute. Lass mich doch in Ruhe. Na, den haben wir noch mitgenommen. Alles gut. In the Kopf. Aber wie gesagt, das Spiel steht absolut in den Kinderschuhen. Ich werde es auf jeden Fall beobachten, ob sich hier noch was tut. Potenzial als solches? Ja, jein. Also da könnte man... Gibt es hier auch noch irgendwie eine andere Waffe mal oder was? Nicht? Okay. Jetzt geht's aber rund hier. Oh, ein Triple Kill abgezogen. Kann man machen. Her. Hey, auch wieder direkt im Kopf. Freunde, das Spiel ist so scheiße, dass das echt schon wieder Gaudi macht. Ohne Spaß. Es ist doch manchmal wichtiger, dass man Spaß hat. Ja, wir haben auch verloren. 21-13 ist okay. Dass das Spiel Spaß macht, da scheiße ich dann auch auf Grafik oder Gameplay. Einfach vorlaufen, tot machen, so wie ein FPS für mich sein sollte. Wenn ich Strategie will, gehe ich zu Combat Arms oder was? Oder Ghost Recon. Das ist vorlaufen, tot machen. Trotz alledem gibt es da noch einige Baustellen, angefangen bei den Lags. Die müssen dringend behoben werden. Weiterhin... dass man schlecht erkennt, wer ist Freund, wer ist Feind. Da würde ich dran arbeiten. Ich würde, weil hier gibt es echt wenig Maps, und da dran arbeiten, mehr Missionen. Capture the Flag, Bombing Run, whatever. Einfach mal so Sachen mit reinbringen. Ich glaube, dann könnte es was werden. Es könnte. Ich behalte es im Auge auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt, ladet es euch runter. Gibt es gerade bei Steam als Early Access. Das ist Free to Play. Könnt ihr euch einfach so runterladen, hat bei mir 8 Minuten gedauert, nimmt nicht viel Speicherplatz weg zum Antesten allemal. Haut's rein, schaut's euch an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, gehabt euch wohl, gute Reise, thanks for traveling with Worst Case. Macht's gut, Leute, ciao.